Aus Kanada, Japan, Russland oder Spanien. Zum 20. Mal versammelten sich Athleten aus aller Welt in der Turnhalle am Weißenseer Weg zum internationalen Junior Team Cup vom SC Berlin. Wir haben hier knapp 100 Teilnehmer am Start. Die sind insgesamt aus 15 Ländern angereist. Die weiteste Reise hatten dann die Japaner und die Kanadier zu uns in diesem Jahr. Auf dem Parkett ist die Sprache völlig egal. Hier zählt nur eins: die Leistung. Insgesamt gingen am vergangenen Samstag 3 unterschiedliche Altersgruppen an den Start. 6 Geräte galt es zu beherrschen und dabei natürlich die Wertungsrichter zu überzeugen. Dann fängt es an mit Boden, dann kommt das Pauschenpferd, die Ringe, Sprung, Barren und zum Schluss Reck, das Königsgerät. Um es auf das Treppchen zu schaffen, ist Konzentration und vor allem Körperbeherrschung gefragt. Nils Dunkel vom SC Berlin bewies beides und sicherte sich an den Ringen den 3. und am Pferd den 2. Platz. Also in Berlin zu turnen, erst hat man nicht die weiten Fahrwege, das ist ein Vorteil gegenüber den anderen. Und zu Hause zu turnen ist immer schon was Schöneres. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away. Eine Veranstaltung mit Spitzenteilnehmern auf Spitzenniveau. Davon ist auch Nationaltrainer Jens Milbrath überzeugt. Ich bin ja relativ viel international unterwegs und kann eigentlich auch behaupten, sehr viele internationale Turniere zu kennen. Und ich denke, das ist eines der leistungsstärksten Turniere weltweit. Ja, das Feedback ist eigentlich immer generell sehr positiv. Wir haben hier eine hervorragende Halle mit hervorragenden Geräten. Das Hotel ist unmittelbar in der Nähe, sodass eigentlich für die Teilnehmer, für die Trainer das alles hervorragend gerichtet ist. Und so soll es schließlich auch bleiben. Ein großes Lob also an die Veranstalter und ein Kompliment an alle Teilnehmer.